Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Und ja, ihr habt es im Titel schon gelesen, ich will euch heute nochmal so einen kleinen Guide mit auf den Weg geben zum Thema Autoloader. Ich habe mir den Skoda T50 jetzt hierfür rausgesucht, weil ich mir erstens vor kurzem erst wieder gekauft habe und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass es einer der schwierigsten Autoloader zu fahren ist, beziehungsweise wo das Skillcap mit am höchsten ist. Der Panzer ist unglaublich stark, aber viele sagen, oh, ich komme mit dem nicht so gut zurecht, mir fehlt da irgendwie immer so dieser eine Schuss. Der Killshot, ja, es scheiden sich so ein bisschen die Geister bzw. die Spielerschaft, aber ganz grundsätzlich ist der Skoda T50 auf seiner Tierstufe wahrscheinlich einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste 9er Medium. Und warum das so ist und wie man das ganz gut für sich selbst nutzen kann, das möchte ich mit euch heute besprechen. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte vorher nochmal zum Thema Autoloader allgemein. Die meisten unterscheiden sich in der Spielweise jetzt nicht wirklich. Ich nehme da jetzt auch gleich nochmal die Heavy Autoloader mit rein, den AMX 50B, den Kranwagen, den Emil 2, den AMX 50 120, T57 Heavy, wie sie alle heißen. Was ich ein bisschen außen vor lasse, sind die Autoloader TDs, wie der Forsch 50B und der Forsch 50. Die sind nochmal ein bisschen Spezialfall. Ganz grundsätzlich haben die meisten Autoloader nicht das Potenzial von der Clipgröße her gesehen, dass sie ihresgleichen komplett rausnehmen können. Bei dem Skoda T50 ist es zum Beispiel so, dass er einen Alpha-Schaden von 320 hat, hat 3 Schuss im Magazin, macht summa summarum 960 Schaden, die er gegnerischen Panzern mit einem Magazin zufügen kann. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz die HP selber anschauen von dem Fahrzeug, 1650. Also das ist so ein guter Standard auf der Tierstufe 9 und das reicht halt nicht, um einen einzigen 9er wirklich voll rauszuklippen, diese 960 Schaden. Bei den beiden Badgets, bei der Badget 25 Tonnen AP und bei der Badget 25 Tonnen dem 10er, da ist es ein bisschen wieder was anderes. Die haben tatsächlich das Clip-Potenzial, auch ihresgleichen rauszunehmen. Die Badget 25 Tonnen AP zum Beispiel, eine Clipgröße von 6 Schuss, A300 Alpha-Schaden, kommt auf 1800 Clip-Schaden. Da habt ihr natürlich dann ein Magazin, was durchaus in der Lage ist, ein 9er Medium dann vollends rauszuklippen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch da ist es dann so ein bisschen limitiert, weil der Intra-Clip-Reload, also der Reload zwischen den Schüssen, so lang ist, dass man meistens diesen Clip einfach nicht schnell genug rauskriegt, um dass es sich tatsächlich lohnt. Es sei denn, der Gegner ist komplett isoliert. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal laufen und wir schauen uns das einfach mal an. Ja, so dieser Standard-Autoloader-Fahrer ist ja meistens darauf aus, seinen Clip so schnell wie möglich loszuwerden und dann, ja, gehen die meisten auch schon drauf. Also so, für viele ist das Ziel einfach nur diesen einen Clip irgendjemandem reindrücken und dann am besten ist der Gegner dabei tot. Das funktioniert sogar noch mit den Badgets teilweise, wenn das gegnerische Team nicht aufpasst. Bei den Tschechen-Autolodern zum Beispiel funktioniert das in der Regel nicht, auch beim TVP. Der hat dann zwar 4 Schuss, aber auch die reichen nicht aus, um 10er Mediums zu klippen. Ich würde euch empfehlen, nicht immer auf Krampf zu versuchen, den Clip rauszuhauen. Ja, bei den Tschechen geht das noch einigermaßen, weil die einen sehr, sehr kurzen Intra-Clip-Reload haben. Also der Skoda T50 1,8 Sekunden, der TVP dann sogar nur noch 1,5 Sekunden. Also die können sehr zügig das Magazin raushauen, haben dagegen dann aber auch ein relativ kleines Magazin, beziehungsweise einen kleinen Alpha-Schaden. Bei so Panzern wie dem 50B etc., da habt ihr dann 1600. Auch das reicht nicht, um einen 10er Heavy rauszuklippen. Ich würde euch empfehlen, jetzt zum Beispiel hier an der Stelle, ich mache jetzt 2 Schüsse und danach, egal ob er jetzt da oben stehen geblieben wäre, ich habe davon abgelassen, den dritten Schuss jetzt irgendwie auf Krampf noch hinterher zu setzen und habe sogar Glück gehabt, dass ich jetzt hier den Scorpion gebounced habe. Also gerade in solchen Situationen, da habt ihr dann immer diese Spieler, die dann noch den letzten Schuss reinhämmern wollen und dann sind die Gegner meistens auch schon eingezielt und dann gibt's aufs Fressbrett. Wenn ich jetzt hier oben stehen geblieben wäre, um meinen letzten Schuss auch noch irgendwie anzubringen, dann hätte mich der Scorpion sicherlich nicht im Autobounce-Winkel erwischt, sondern hätte mir seinen Schuss gedrückt. Bei dem Skoda T50 ist es zum Beispiel so, da habt ihr halt auch den Luxus, dass das Magazin extrem schnell wieder nachlädt. Da kann man sich auch mal einfach es leisten, nur einmal zu schießen und dann vielleicht sogar, wenn ihr wisst, okay, jetzt bin ich wieder gespottet worden, ich werde jetzt demnächst nicht mehr schießen, dann könnt ihr einfach auf den Reload-Button auf C drücken.
Bei den neuen Italienern ist es sogar so, dann übernimmt das komplett der Computer für euch. Heißt, es ist eine Revolver-Nachlademechanik und die lädt automatisch für euch nach. So, ich bin jetzt wieder gespottet worden. Ihr seht das, ich drücke sofort die C-Taste und lade direkt wieder nach. Täusche hier auch einen Positionswechsel an. Mir hat jetzt dieser eine Schuss auf den Conqueror gereicht. Und das ist so die gewöhnliche Spielweise. Jetzt, wie gesagt, nochmal vielleicht ein, zwei Worte zu denjenigen, die dann sagen so, ja, mir fehlt da, wie gesagt, immer dieser eine Schuss, um dann den Gegner rauszunehmen. Das ist gar nicht eure Aufgabe. Das könnt ihr später im Late Game machen. Da könnt ihr dann eure Schüsse nutzen, um die ganzen One-Shots rauszunehmen, die sich irgendwo vielleicht noch aufhalten. Aber jetzt zu so einem frühen Stadium zum Beispiel des Spiels ist euer einziger Auftrag einfach eine unterstützende Rolle. Hier mal Schaden anbringen, da mal Schaden anbringen. Vielleicht im besten Fall sogar das ganze Magazin. Jetzt habe ich gesehen hier, das 430 wird aufmüpfig. Ich wollte jetzt eigentlich mit Schaden tracken, hat nicht ganz funktioniert, aber ich konnte ihm zwei drücken, ohne dass ich jetzt einen eigenen Schuss gefangen habe, und verziehe mich direkt wieder, täusche wieder einen Positionswechsel an. Wichtig ist auch, dass ihr nicht zu berechenbar bleibt. Das bedeutet, dass ihr mit euren Autolodern auch immer mal verschiebt, dass ihr, wenn ihr euren Clip leer gemacht habt und euch eh im Reload befindet, dann einfach mal die Position wechseln, komplett mal irgendwo anders hinfahren. Das ist ein Teil von Spielen ohne Ball, so nenne ich das immer, diese Autoloader im Reload. Der andere Teil ist, wenn ihr in sowas sitzt wie in der Badjet oder einem TVP oder einem Skoda T50, könnt ihr halt auch noch weiter spotten, selbst wenn ihr schon euch im Reload befindet und ihr keine Chance habt, selber zu feuern. Vielleicht gibt es ja Verbündete, die feuern könnten, wenn sie denn die Spots erhalten würden. Von daher, es gibt viel zu viele, gerade bei Badjets sieht man das immer ungemein häufig, gerade auch bei der Badjet 25 Tonnen AP, weil die halt so einen langen Reload hat von dem Clip. Da sieht man das ganz, ganz häufig, dass die Spieler dann einfach irgendwo sich hinter ein Haus stellen und sich damit zufrieden geben, dass sie dann erstmal am Nachladen sind. Wenn man sie dann darauf hinweist, oh, man könnte ja auch mal spotten, dann kriegt man immer nur die Nachladeanzeige von den Kollegen reingedrückt, anstatt dass vielleicht mal das Ganze auch ohne Munition im Clip den Panzer zu bewegen, dass man darüber mal nachdenkt. Also das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Sache. Das kommt im Skoda T50 nicht so häufig vor, weil der Reload halt so kurz ist. Aber bei anderen Panzern wie den Badjets, da ist der Reload schon ein bisschen länger. Und da solltet ihr dann zusehen, dass, wenn ihr euch im Reload befindet, immer noch teamdienlich agieren, weiter die Spots halten, weiter eure Sichtweite als Medium nutzen. Und jetzt habt ihr gesehen, wir haben jetzt hier am Anfang uns damit nur begnügt, Schaden zu machen. Jetzt konnten wir sogar schon den T100 Lite rausnehmen. Auf den T54-1 haben wir auch zwei Schüsse anbringen können. Dann haben wir jetzt hier gerade noch den T10 rausnehmen können. Also mit der Zeit des Gefechtes ergeben sich ohnehin für euch die Möglichkeiten, Kanonen rauszunehmen. Und jetzt haben wir wieder so eine interessante Situation. Hinten steht noch ein Scorpion, der ist gerade gespottet worden. Ich habe nur zwei Schuss drin und hier vorne ist der Conqueror. Und Scorpion kriege ich nicht. Und den Conqueror will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit meinen zwei Schuss angehen. Deswegen drücke ich sofort wieder nachladen. Und ich habe ihn jetzt hier gespottet. Ich lade im Prinzip nach, weil ich, wenn ich mir den Schuss fange, alle drei Schüsse reinbringen will. Okay, jetzt wurde er eh rausgenommen, umso besser. Also das eine ist, ich möchte dann natürlich alle drei Schüsse bereit haben. Und das zweite ist, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, kein Mensch kann sehen, ob ich jetzt gerade nachlade oder nicht. Ich habe mir jetzt hier einen vom Centurion gefangen, konnte einen aufs 430 anbringen. Ich lade direkt wieder nach, weil ich mir jetzt gesagt habe, okay, ich lade jetzt nochmal einen vollen Clip nach und danach greife ich da unten den Centurion und das Objekt 430-2 an. Das Match ist gewonnen. Wir hatten bis jetzt schon eine ganz gute Ausbeute. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, Kills einzukassieren. Ja, und auch dafür sind Autoloader dann in so einem Moment. Jetzt ist genau der Moment gekommen, wo ihr euch dann die Kills abholen könnt, wo ihr die ganze Zeit schon dran geknabbert habt. Den ersten nehmen wir jetzt hier mit. Den Centurion, da hinten steht dann noch der Charioteer, auch One-Shot, kurz eingezielt, mitgenommen. Einen Schuss habe ich noch drin, jetzt gehe ich nicht in den Reload, weil ich weiß, dass der T54E1 hier irgendwo um die Ecke ist. Auch der war One-Shot und auch den nehmen wir mit. Jetzt haben wir uns hier quasi zu unserem guten Damage, den wir in der Runde gemacht haben, dann auch noch zum Schluss die drei One-Shots geholt. Und das ist wirklich die Idealsituation, wie man
Autoloader spielen sollte. Ihr seid omnipräsent, ihr macht hier Schaden, ihr macht da Schaden. Nach jedem Clip wechselt ihr mal wieder eure Position, taucht an einer unerwarteten Position für den Gegner auf, setzt dann wieder eure Schüsse. Am besten trackt ihr auch gleichzeitig noch, so wie wir das mit dem Objekt 430-2 gemacht haben oder mit dem T100 Lite. Das ist natürlich der ideale Fall, wenn ihr dann mit euren Schüssen, mit eurem Autoloader die Gegner auch noch an Ort und Stelle halten könnt. Vielleicht kurz warten, bis der Gegner dann sein Rap-Kit gezogen hat, dann nochmal tracken und weiter Schaden machen und danach können dann auch noch eure Verbündeten Schaden machen. Also, Autoloader klingt für viele immer super OP. Das liegt ein bisschen auch daran, dass in guten Händen Autoloader auch wirklich eine Macht sind und selbst in schlechten Händen, das erleben halt leider viele, das erlebe ich auch selber häufig, dass dann die schlechten Autoloader-Fahrer einfach um Teufel komm raus euch diesen Clip drücken, dann natürlich rausgehen, platzen, sinnloserweise platzen, die komplette Ressource Autoloader verschenkt, aber ihr konntet nichts dagegen machen, weil sie sich dazu entschlossen haben, auf euch komplett zu entladen. Das ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite vom Autoloader-Fahren. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ein zweites Replay an. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu dem, was ich eben noch gesagt habe mit dem Skill Cap. Das bedeutet im Prinzip, dass Skill Cap heißt, dass der Unterschied zwischen schlechten und gutem Spieler ganz exorbitant sichtbar wird in solchen Panzerklassen mit halt dementsprechend hohem Skill Cap. Das ist bei Lights der Fall und das ist eben auch bei Autoloadern der Fall. Warum? Weil die in der Regel, mir fällt jetzt eigentlich kein Autoloader ein, bis auf der Kranwagen, die wirklich Panzerung haben. Ansonsten sind es eigentlich wirklich alles Papierpanzer und werden von ihresgleichen tatsächlich regelmäßig durchsiebt. Beim T57 Heavy kann man noch sagen, ja gut, der hat auch noch eine ganz gute Wannenpanzerung, eine brauchbare Turmpanzerung, aber 10er haben da eigentlich in der Regel keine Probleme. Man muss jetzt auch kein unbedingter Geniespieler sein, um in Autolodern erfolgreich zu sein. Man braucht halt eine ganze Menge Erfahrung. Das fängt an mit den Karten. Jetzt zum Beispiel hier diese Position. Wenn ihr die Karte ganz gut kennt, dann wisst ihr, wenn der drüben Light hinfährt, so wie der Ru 251, ihr könnt hier erstens selber spotten und zweitens da drüben auf dem Hügel stehen immer super gerne Panzer. Ja, jetzt stehe ich hier einfach, ich spiele natürlich in so einem Matchup, als Mittier nicht die Rolle, dass ich hier vorne irgendwo vorfahre und Heavies aufs Korn nehme, sondern ich bin derjenige, der sich um solche Angelegenheiten da kümmert. Erster Schuss, zweiter Schuss daneben, da hinten haben wir noch einen T49. War jetzt natürlich kein super Magazin, gebe ich zu. Aber wir haben jetzt hier schon mal Schaden gemacht und wir stellen hier auch eine konsequente Bedrohung für das Gegnerteam dar. Wir erlauben dem Gegnerteam in keiner Weise, hier drüben diesen Hügel aggressiv zu bespielen und wir sind quasi ständig da. Jetzt hat der M4190 aber wirklich scheiße gebaut. Da so stehen zu bleiben, das ist sogar unser eigener Spot, jetzt nochmal getrackt. Und das war's dann auch für den Kollegen. Unsere ersten 1100 Schaden sind im Kasten, 1-0 steht es. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht eben auf Overlord, da habe ich relativ viel auch mit Positionsspiel gearbeitet. Hier ist es im Prinzip nur das Wissen darum, dass ich hier sehr, sehr gut mein Team unterstützen kann, die Spots von dem Ru unterstützen kann. Jetzt der T49 ist der nächste, der hier relativ offensiv fährt. Ich konnte ihm jetzt hier den ganzen Clip reindrücken. Das war jetzt so ein bisschen Minusgeschäft. Warum? Weil ich mir von beiden Scorpions da oben jeweils einen Schuss gefangen habe. Einmal für 500 und einmal sogar für 558. Das hat natürlich wehgetan. Auf der anderen Seite sind wir schon bei 2000 Schaden und unser Objekt 430U, der fährt davor. Guter Spot auf den Stritzwahn und wir sind schon wieder zur Stelle. Haben hier wieder unser 3-Schuss-Magazin am Start. Der dritte hat leider nicht getroffen, aber wieder gute 600 Schaden, sogar 660 Schaden, die wir hier dem Stritzwahn reindrücken konnten. Und so supportet ihr halt einfach euer Team. Ihr seid nicht der Finisher, sondern ihr sorgt dafür, dass die Gegner niemanden pushen. Ihr sorgt dafür, dass die Gegner HP verlieren. Und dann zum Schluss kommen die Kills von ganz alleine. Oder wenn sich zwischendurch mal so ein Light anbietet, auch kein Problem. Jetzt hämmer ich hier einfach, weil ich weiß, ich lade so ultraschnell nach. Nochmal ein Magazin rein. Vielleicht habe ich einen von den beiden Scorpions ja tatsächlich getroffen. Jetzt kommt unser ELC Even 90. Ihr seht ihn da schon links im Bild angerollt kommen. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass wir hier gleich vielleicht noch den einen oder anderen Spot mehr bekommen.
Das 7-0-5 ist rausgegangen, 4-0 steht es schon und an der Stelle würde ich sagen, ist das Gefecht fürs Gegnerteam verloren. Da oben jetzt der nächste und zack, wieder rein, rein, rein. Ich bin jetzt hier niemand, der super aggressiv in dieser Runde spielt. In der anderen Runde haben wir das dann doch deutlich proaktiver gespielt. Aber auch das gehört dann zum Autoloader-Fahren. Und jetzt sind wir in der Abschmatzphase, es steht 8-0. Jetzt kommen wir auch in den Bereich, wo ihr euch dann eure, sag ich mal, verdienten Kills holt. Ihr braucht nicht, und das ist, wie gesagt, so eine falsche Annahme von den meisten Anfängern, die Autoloader fahren. Es ist nicht eure Aufgabe, gleich am Anfang des Gefechtes auf irgendeinen Gegner drauf zu springen und ihm gnadenlos alle Schüsse zu drücken und dann dabei selber zu platzen, sondern es gehört eine ganze Menge Übersicht dazu und vor allem auch überlegen, was mache ich im Reload, wie lange brauche ich für den Reload, welchen Gegner gehe ich als nächstes an. Ich überlege jetzt zum Beispiel eigentlich schon wieder, wie ich an den TVP da hinten noch rankomme, aber das wird wohl nichts mehr. Den Kill kriege ich leider auch nicht mehr ab und der TVP hatte auch nur noch 200 HP. Also das Gefecht ist gelaufen, aber wir haben hier wieder 4200 Schaden gemacht. Ich spoiler das mal ganz kurz, weil wir auch noch 4300 Schaden haben wir sogar gemacht, weil wir auch noch die Scorpions blind getroffen haben. Von der Arti kriegen wir jetzt leider auch nichts mehr ab. Das soll jetzt hier aber auch nicht das Thema sein. Ich lasse jetzt auch ganz bewusst die Postgames jetzt weg, sondern ich wollte euch einfach mal nochmal so zwei, drei Erklärungen zu den Autolodern mitgeben, weil Autoloderfahren jetzt halt keine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich variieren die Panzer in dem Alpha-Schaden, in der Genauigkeit, in dem Reload des Clips, in der Größe des Magazins, wie viel Schuss gehen denn tatsächlich rein, wie schnell ist die Nachladezeit zwischen den einzelnen Schüssen, lädt das Magazin automatisch nach oder muss ich manuell nachladen, wenn ich nicht alle Schuss rausgekloppt habe. Also das sind natürlich alles Nuancen, wo sich die Autoloader unterscheiden, aber ganz grundsätzlich sind Autoloader eine Unterstützungsklasse. Von A bis Z sind eigentlich alle Autoloader Unterstützer und sollten auch zunächst so gefahren werden. Ihr seid nicht diejenigen, die vorne an erster Front kämpfen, sondern ihr seid diejenigen, die quasi die Flankiermanöver starten, die Spots von den Lights unterstützen, die selber spotten, die selber dann vielleicht spotten und dann unspotted schießen, das Magazin leer machen, Positionswechsel. Ganz, ganz wichtig ist auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, kann ich jetzt hier schießen? Gebt einen Schuss ab, fahrt sofort in Deckung, guckt, ob ihr aufgeht. Im Zweifel könnt ihr vielleicht nochmal das Magazin leer machen, aber legt es nicht jedes Mal drauf an, das Magazin auf Teufel komm raus leer zu machen, weil das ist diese Verlockung, jetzt noch den letzten Schuss auch noch reinbringen und dann dafür megamäßig in die Fresse kriegen. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem von den meisten Autoloader-Fahrern, die dann dafür rausgehen oder zumindest einen Großteil ihrer HP verlieren, sodass sie nichts mehr machen können. Dieses, wie gesagt, ich muss jetzt noch diesen einen Schuss loswerden. Das führt so oft dazu, dass der Panzer dann aus dem Gefecht rausgeht. Und was ihr euch auch ganz, ganz dringend niemals angewöhnen solltet, sind diese Ich-Jodel-Selbstmanöver und dann Hauptsache, ihr kriegt diesen einen Spieler raus und verliert dann euren ganzen Panzer, weil dafür ist der Autoloader im Team einfach viel, viel zu wichtig und viel, viel zu stark. Ich hoffe, dass meine Tipps ein bisschen weitergeholfen haben, dass es dem einen oder anderen zu mehr Spielspaß verhilft. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!